Es hat schon etwas Makaberes, dabei zuzusehen, wie ein Leichnam eingeäschert wird. Für die Mitarbeiter des Bayreuther Krematoriums am Südfriedhof ist es aber ein Job wie jeder andere auch. Und derzeit gibt es gerade hier viel zu tun. Durch die stark gestiegene Nachfrage von Feuerbestattungen sind die Einäscherungsöfen im Dauereinsatz. Laut Thomas Kieslich, dem technischen Betriebsleiter, belegt eine Studie, dass Verbrennungen derzeit knapp 80% aller Bestattungsformen ausmachen. Da es hier im Bayreuther Krematorium aber nur 2 Öfen gibt, kann es dauern, bis die Leichen verbrannt werden. Plakativ. Wir haben viele Leichen. Bei uns ist es so, dass wir die Einäscherung, also von Anlieferung, Dokumentenprüfung bis zur Durchführung 1 bis 3 Tage dauert. Das können wir nach wie vor halten. Es wird natürlich immer mehr herausfordernder für die Verwaltung, für die Kollegen. Es muss alles besser abgestimmt werden. Und technisch kommt man langsam an die Grenzen, aber momentan sind wir in der Lage, das noch abzufedern. Die Frage ist, wie lange noch? Die eigentliche Einäscherung ist dabei aber nicht das Problem. In diesen sogenannten Elektroetageöfen können Temperaturen von bis zu 1300 Grad herrschen. Nach circa einer Stunde ist sowohl vom Sarg als auch von der Leiche nicht mehr als Asche übrig. Dennoch ist die schiere Anzahl der Toten im Krematorium nur langsam zu bewältigen. Für Thomas Kieslich ist einer der Hauptgründe für die gestiegene Feuerbestattungsnachfrage die Tatsache, dass man mit einer Urne ein pflegefreies Grab anbieten kann. Das ist immer mehr der Wunsch der Angehörigen, dass pflegefreie Gräber verkauft werden. Hat einfach auch mit der Totenruhe zu tun, die über 20 Jahre geht. Und da kann es unter Umständen sein, dass man die 20 Jahre unterschätzt, wenn man ein Grab kauft. Man muss sich vorstellen, wenn es sehr trocken draußen ist, muss jeden Tag oder jeden zweiten Tag das Grab gegossen werden. Das ist ja heutzutage für viele gar nicht mehr nötig. Um der Lage Herr zu werden, gäbe es für Thomas Kieslich aber eine relativ offensichtliche Lösung. Ein Neubau der Anlage oder eine Erweiterung der Anlage, das wäre natürlich in meiner fiktiven Welt mein Wunsch. Wenn die Zahlen weiter hochgehen sollten, ja, das wäre so. Ansonsten, jetzt, was man jetzt für Möglichkeiten hat, wäre natürlich, was vielleicht medial ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, bei uns der Schichtbetrieb zum Beispiel nicht möglich. Aufgrund der Speicheröfen kann nicht unendlich viel Wärme eingebracht werden. Die Energiekosten für das gesamte Gebäude liegen pro Monat bei ca. 5.000 Euro. Ob das Bayreuther Krematorium erweitert werden soll, muss allerdings das zuständige Referat der Stadtverwaltung entscheiden.